meine lieben Leute, und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess mit mir, Lena. Das letzte Mal haben wir schon zwei Geisterseelen unter den Nagel reißen können. Und wir sind immer noch in der Wüstenburg. Ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Aber ist schon okay. Ach ja, genau. Wieder zurückschieben. Wir müssen immer noch vier Geisterseelen finden. Zwei haben wir schon gefunden, also müssen wir nur noch zwei finden. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, und das ist ein bisschen tricky, der Raum. Also generell die Wüstenburg ist ziemlich tricky. Huch. Aha. Da ist schon die eine Geisterseele, die wir das letzte Mal befreit haben. Die wobbelt da so ein bisschen rum. So. Gut. Falls ich mich etwas verschnupft anhöre, irgendwie fühle ich mich nicht so besonders. Kann das sein, dass ich da oben noch gar nicht drin war? Und da ist eine Truhe. Bitch, please. Warum habe ich das noch nicht gesehen? Oh mein Gott. Ja, ich habe das letzte Mal ein bisschen wieder Tomaten auf den Augen gehabt. Ihr kennt das ja von mir schon. Ihr kennt das. Ui, was ist denn da drin? Na? Ein Herzteil! Wup, wup! Un momento, por favor. So. Man hat hier wieder nie seine Ruhe. Es tut mir leid. So. Hier war ich noch gar nicht drin. Ich dumm Dödel. Hab mal wieder eine ganze Tür übersehen. Und die hat mich bestimmt schon wieder angeschrien, was? I'm so sorry. Oder war ich hier schon? Nö. Hier war ich noch nicht. Ich gehe erstmal hier rein. Bevor ich irgendetwas anderes unternehme. So viel Zeit muss sein. So. Ach, kann das sein, dass ich wieder... Das hat sich jetzt gerade komisch angehört. Dass ich jetzt hier auf der anderen Seite bin? Nee, das ist ein anderer Raum. Komm. Come on at me, bro. So. Ich hasse das. Das nervt. Ja, dann schauen wir mal. Bitte? Was ist denn hier los? Bitte? Komm mal her, du. Ich bin ganz nervös. Komm her, du. Ah, Feuer. So was von klar. Damn. Komm her. Roll mal an. Meine Güte, ey. Ohne Scheiß, hier hat man nicht eine ruhige Minute zum Aufnehmen. Es tut mir so leid. So, was ist jetzt hier los? Aha. I have no idea what I'm doing. Hä? What? What? Ich will das nicht. Komm zu mir, Schalter. Ich will nicht zu dir. Nein. Na gut, Jolos weg. Hä? Hm. Okay. Ah.
Hä? What? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier tue. Okay. Hä? Wurde ich jetzt getroffen? Ach, scheiße. Aber ich denke, das ist zwar jetzt nicht so gedacht wahrscheinlich. Aber ich denke, ich weiß, wie es gemeint ist. Huch, nein, so nicht. The fuck, das hat mich gar nicht getroffen. Oh mein Gott, wer baut denn sowas hier? So, nochmal. Ich denke, es war nicht so gemeint, aber... Kein Plan. Was ist los? Nein! Wieso? Scheiße. Seufz. Ich wünschte mir, es wäre einfach. I don't get it. Wieso kann ich da nicht einfach rüber? Hm? So. Ach, geschafft. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, das war gar nicht so gedacht, aber ich habe es mal wieder irgendwie improvisiert. That's what I do. So. Ey. Ne, Moment, ich guck erstmal hier. Das ist eine Kiste. Muss ich erstmal gucken. Ist bestimmt der Kompass drin. Jawoll. Der Kompass. Ja, supi. Dann wollen wir mal gucken. Schön. Aha. Oh Mann. Das sind ein Haufen Kisten. Das sind ein großer Haufen Kisten. Okay. Na dann. Verschieben wir einfach mal einen kompletten Raum. Habe ich nicht noch einen Schlüssel? Nope. Anscheinend nicht. Das ist ein bisschen doof. Hallo. Der war lame. Lame. Na egal. Und ein kleiner Schlüssel? Perfekt. Das war irgendwie total der überflüssige Raum jetzt.
Aber man will ja nicht meckern, ne? Wenn man so einen Schlüssel einfach so geschenkt bekommt. Dann will man natürlich nichts sagen. Ich hätte nur ganz gerne mal die Tante irgendwann gefunden, irgendwie. Weil heute kann ich nicht ganz so viel aufnehmen und da wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn ich nicht komplett wieder zurück müsste. Kinders, was macht ihr denn noch so spät hier? Oh mein Gott! Hey, verpiss euch! Nicht alle auf einmal, ja? Kinderarmee! Ah nein, es sind diese Viecher. Ja, komm! Schrei mich nicht an! Nein! Link! Komm mal! Nein, nein, nein! Gott, ich hasse die. Man darf die einfach nicht zum Zug kommen lassen. Vielleicht sollte ich mal in der Tat hier so ein paar Pfeile benutzen und auf Fernkampf gehen. Nö. Okay. Das war ein komischer Gang mit komisch viel Sand. I have no fucking clue. Oh. Das mag mir nicht gefallen. Naja. Yay. Yeah. Man findet genau immer vor den verschlossenen Türen Schlüssel. Gefällt mir nicht. Geisterrappen. Warum gibt's Geisterrappen? Waren das jetzt alle? Ich mag den nicht. Nein, du noch nicht. Nervig. So, und wieder Mensch. Ein ständiges Hin und Her. Hast du noch ein Herzchen? Jawohl. Danke, fein. Das freut mich. War ich hier nicht schon mal? Das ist der Anfangsraum, ne? Ich sollte vielleicht mal mein Gespür verwenden. Ich glaube, ich habe einen Geist übersehen. Macht ja nichts. Ich finde ihn schon noch. Jetzt bloß nicht runterfallen. Ich wette, ich muss den Kronleuchter noch irgendwie runterbekommen. Der schwankt so komisch. Das gefällt mir auch nicht. So. Was ist hier los? What you did there. Abkürzung. Ha. Huh. Oh, ich muss schon wieder unter so einem doofen Kronleuchter runter. Oh oh. Ich will das nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
Und zack. Wow, das ist unfassbar wertvoll. Oh. Wo hätte ich denn dann lang gemusst, da? Hä? Hm. Hm. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Toll. Nein, komm, du musst da hoch. Irgendwie, komm. Oh mein Gott, Hundi, nein. Nein. Ich verstehe das echt nicht. Der Tempel ist ganz schön hartnäckig. Hm. Wenigstens komme ich hier oben wieder raus. Es ist immer ein Luxus. So. Ja, komm. Komm ruhig hier mich besuchen. Was ist mit diesem Kronleuchtern los? Ich komme da nicht hoch. Hä? Oder ich habe eine andere Idee. Ich versuche dann mal auf den Kronleuchter drauf zu kommen. Oho. Lena hat Ideen. Oh. Nur Lena ist zu blöd, um Ideen auszuführen. Das ist auch mal ganz nett. Das ist immer wieder hervorragend. Ja. Einfach klasse. Wenn ich nämlich jetzt gleich da... Mann, das dauert immer so lange. Alle in klasse Zeit. Nee. Ach ja, komm, verpiss dich. Übersehe wieder irgendwas total Wichtiges. Hm. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich muss mich mal wieder ein bisschen transformieren und ein bisschen rumschnüffeln.
Hier war ich ja schon mal, da komme ich einfach. Ratten! Da, die Gegner spawnen schon wieder. Ich freue mich. Und mein Fuß ist langsam eingefroren. Nein, komm, komm, mach keinen Scheiß. Geh da hoch, Freundchen. Danke. Ah, oh mein Gott, ich hab's verstanden. Oh. Das ist wirklich derb. Ja, ne? Weißt du selber, war jetzt blöd. Die Dummheit kennt keine Grenzen. Man sollte es auch vielleicht reinschieben, dann bräuchte man auch nicht solche blöden Bugs, um da durchzukommen. So. Oh Mann, ey. Jawohl. Ihr könnt mich mal gern haben. Okay, könnt ihr doch nicht so. Weil ich muss da durch. Wartet mal. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, wo ich überhaupt lang muss. Ein bisschen lang, ja. Ich hab da schon wieder irgendwas übersehen. Na. Ich muss wieder Mensch sein. Ich kann gegen diese Viecher nicht kämpfen. Auf so rumzukriegen. Bin gleich tot übrigens. Sollte man mal anmerken. So, jetzt hier. Mal ein bisschen schnüffeln. Ha! So, so. Ich verstehe schon. Ach so, kann ich auch gleich mal Wolf bleiben, ne? Wenn der Geist jetzt hier gleich auftaucht. Ich wusste, ich habe hier was übersehen. Ha! Du kleiner Drecksack. Sieh aber gut versteckt, du. Aber das nützt dir alles nichts. Und nun beiß ins Gras. Dankeschön. Yay! Die sehen so ein bisschen aus wie Dementoren von Harry Potter. Aber auch nur ein klitzekleines bisschen. Giovanni hat echt eine ganz schön fiese Seele. So. Drei Hammer. Ich habe mich schon gewundert, warum hier der Geist auf einmal nicht mehr auftaucht.
die Geisterratten habe ich null Bock. Deswegen renne ich hier einfach durch. Hui. Thank you, Midna. Wie aufmerksam von dir, dass du mir die Tür aufhältst. So, drei Hammer. Die andere muss einfach irgendwie zu bekommen sein. Nur wie? Der Rätselraum hier macht mich schon noch ein bisschen fertig. Mann, ey. Nein, oh, du hast gefunden. Ich weiß ja nicht. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, falls ich es noch nicht bemerkt haben sollte. Ich muss auf diesen Kronleuchter, ja. Lasst mich überlegen. Nee. Ich habe noch eine Idee. Ja, es könnte klappen. Muss aber nicht unbedingt. Weil der Kronleuchter, ich weiß jetzt nicht, ich habe vielleicht, ups, einfach immer den falschen Spot erwischt. Aber vielleicht, wenn der Kronleuchter runterkracht, man sieht ja immer auf dem Boden da irgendwie den Schatten, komme ich da vielleicht? Eventuell in der Mitte rein. Hier? Jawohl. Hurra! Komm, das machen wir noch. Hallo? Oh oh. Hola. So ein komischer Penis auf dem Kopf. Ha, habe ich mir doch gedacht. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Aha, ich habe doch eine Ahnung, was der von mir will. Bitteschön, ich habe dir ein Präsent dagelassen. Scheiße. Bitte. Ich hoffe, diesmal freust du dich mehr darüber. Danke. Muss man ja immer eine Bombe verschwenden, wie doof. Wer schließt denn hier bitte Vasen ein?
eine Kiste. Ja, Bomben. Und noch eine Vase. Plump. So. Oh. Okay. Oh, oh. Ach, scheiße. Nö. Das war doof. Oh, oh. Komm schon. Du kannst es schaffen. Ja. Muss ich bestimmt anzünden. Oh. Ich denke, das war falsch. Ja. Ich freue mich. Nicht alle auf einmal, bitte. Okay. Okay. Hä? Okay, dann war's das Rätsel. Das war nicht wirklich beeindruckend, aber das hier ist sehr beeindruckend. Huh. Okay. Oh, hier ist ein Geist. Das merke ich. Zum Wolfilein. Nein, mein Gespür wollte ich. Da bist du ja. Hallo. Nein, nicht gehen. Oh, der alte Trick wieder. Den kenne ich doch schon. Habe ich dich gefunden? Du bist so leicht zu verarschen. Come on. Scheiße. Oh, ich bin so leicht zu verarschen. Ja. Schwere Geburt. Haha. Das hätten wir dann auch mal erledigt. Dann haben wir alle Geisterseelen gefunden. Und leider etwas überzogen, aber... Ja. Oh, scheiße. Das war schlau. Schlau ist fuck. Düp-di-düp. So. Benutzen wir mal das hier, ne?
dann wird der ganze Spaß wahrscheinlich erstmal anfangen. Yay! So, aber ich würde erstmal sagen, dass es das erstmal gewesen wäre für heute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen und ich würde mich natürlich auch wie immer freuen, wenn ihr den nächsten Part schauen würdet. Ich habe mich ein bisschen töffelig angestellt, aber ihr versteht das sicherlich. Ihr wisst, was ich meine und dies, das und whatever. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Viele liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, wünscht euch eure Lenchen 93. Tschüss.